Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2, den Director's Cut. Es ist eine Weile her, als ich das letzte Mal hier gewesen bin, beziehungsweise hier gespielt habe. Ich habe schon mal einmal weitergespielt und aufgenommen. Und ja, als ich dann die Aufnahme beendet habe, auch schön gespeichert habe und ja, das Spiel beenden wollte, ist der Computer abgestürzt und ich konnte die Soundaufnahme nicht retten. Das heißt, ich hatte Videos, aber keinen Sound dazu. Ist natürlich total beschissen. Und das größte Problem war, Stutzi hatte nur einen Speicherplatz. Den da am Stadtteil West. Und den hat er natürlich überschrieben gehabt, 2 Stunden 39. Blöde, weil er wollte natürlich nochmal aufnehmen. Ja, den Fehler macht er jetzt nicht nochmal. Er hat doch mal alles durchgespielt, der fleißige Stutzi. Und zwar in Rekordzeit. Naja, Rekordzeit vielleicht nicht. Es gibt natürlich noch Leute, die meinen. Weil ich wollte wieder alles mitnehmen, was ich auch schon vorher mitgenommen habe. Nur habe ich, da war ich ein bisschen effektiver. Wenn wir uns mal angucken, unser Inventar, wir haben jetzt immer noch 9 Gesundheitsdrinks und 6 Erste-Hilfe-Kästen. Dazu 10 Patronen in der Knifte und noch 103 Patronen als Ersatz in Magazin. Das ist eine ganz schöne Menge. Wir haben in der letzten Folge hier einen Schlüssel zur Apartment-Treppe gefunden, direkt auf dem Bett. Ja, es ist natürlich nicht mehr original, das Ganze hier, ne? Habe ich gesagt, ich muss halt nochmal neu aufnehmen. Werde jetzt versuchen, das hinzukriegen. Das Problem ist, ich habe ja schon dreimal die Aufnahme jetzt versucht zu starten, erneut zu starten. Und das Problem ist, dass er immer an diese schönen Treppe, die schön aufmacht, den Zaun noch abspielt, dass er das zumacht. Und dann einfach abstürzt. Also hoffen wir mal, dass er jetzt ganz bleibt. Ich habe den Schlüssel zur Apartment-Treppe benutzt. Ach du Scheiße. So, da ist der Pyramid Head und wir müssen, ich mache mal Licht aus, damit er uns nicht sieht, weil ich wollte es ausmachen. Soweit ich jetzt gelesen habe, soll es reichen, wenn man ihm ausweicht. Und man soll warten, bis... Ich hoffe, er hat mich nicht getroffen. Nee, Status sieht noch einigermaßen in Ordnung aus. Irgendwann, bis eine Sirene angeht. Ich will nämlich keine Munition verschwenden. Finde ich ein bisschen sinnlos sonst. Deswegen warte ich jetzt einfach mal, ob das klappt. Irgendwie, ich habe gerade... Nochmal. So. Nochmal habe ich, sage ich schon. Ich habe es ja noch gar nicht gemacht. Ich habe ein Update gefahren. Von... Trifft er mich oder trifft er mich nicht? Nee, er trifft mich nicht. Meiner Grafikkarte. Und da... Komischerweise... Ich weiß nicht, wieso. Mach das Licht aus, du Idiot. Ich hoffe, ihr seht noch einigermaßen was. Ich habe jetzt die Helligkeit auch wieder hochgestellt. Also wenn jetzt nicht langsam diese Sirene angeht, dann baller ich doch auf ihn ein. Angeblich soll es reichen zu warten. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Ansonsten baller ich ihn einfach um. Naja, umballern ist immer gut gesagt. Nein, 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 nein. Also man darf nicht getroffen werden von diesem Schwert. Das habe ich nämlich auch einmal geschafft. Und dann war ich auch schon tot. Na! Das war wieder knapp. Man sieht den auch so schlecht. Hau mal ab, Stinker. Also das mit dem Warten klappt noch nicht so richtig. Doch. Nee, klappt nicht. Also werde ich einmal ein bisschen schießen. Hab das. Nun schieß ihm doch mal jetzt hier schön den Rücken weg. Nee, das, also das Warten klappt da überhaupt nicht. Also das ist ja völlig Blödsinn, was da jetzt in der Komplettlösung stand. Also ballern wir ihn mal schön ab.
Dieser blöde... Pyramid Head jagt mir tierische Angst ein. Da, jetzt kommt die Sirene draußen. Sollte man eigentlich hören. Und Pyramid Head, ich leuchte ihm extra mal hin. Nein, 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 nein! Man darf ihm nicht zu nahe kommen. Denn er haut jetzt ab. Ich wollte es nämlich extra zeigen. Wow, wie, dass ich nicht getroffen wurde. Er geht jetzt hier runter. Die Treppe. Man wäre auch gar nicht durch die Tür wieder rausgekommen übrigens. So, Pyramid Head haut ab. Stinker. Ja, haben wir's, haben wir's, haben wir's. Okay. Wasser wird abgelassen, kurioserweise. Wir können jetzt auch wieder durch die Tür raus, wollen wir aber nicht. Wir gehen nämlich hier unten weiter. Das nehme ich mal weg. Lustigerweise hat jetzt das Video funktioniert. Ich hoffe, auch die Aufnahme läuft soweit. Dass es wirklich daran gelegen hätte, an der Grafikkarte, hätte ich nie vermutet. Ich bin gespannt, ob das jetzt auch für die anderen Videos gilt, dass es jetzt funktioniert. Ich bin echt mal gespannt. Soll es nicht funktionieren, scheiße, wieder rein. Diesmal aber, ich habe gesehen, die letzten Videos waren... weil ich die Auflösung des Spiels oder der Aufnahmen erhöht habe, damit ihr da ein bisschen bessere Grafik habt, sind die Videos, die ich jetzt immer installiert oder integriert habe, ein bisschen schlechter Auflösung, deswegen so klein geraten. Und das finde ich persönlich nicht so gut, also werde ich da auch mal ein bisschen noch dran arbeiten, falls die nicht jetzt besser werden sollten. Okay, vielleicht hört ihr es ein bisschen, ich habe eine kleine Erkältung im Sommer. Mir jetzt gerade eingefangen, das ist nicht so gut, weil ich jetzt bald auch wieder... auf Geschäftsreise, naja, Geschäftsreise, Dienstreise muss, mit einem Vortrag halten nach Prag und, ja, wir sind jetzt hier hinten rausgekommen, lasst euch nicht von meinen Sachen anstecken, wir gucken mal, was wir hier finden, oh, noch ein, nimmst du es auf, danke, Erste-Hilfe-Kasten, so, und wir gucken mal auf die Karte, würde ich sagen, wo sind wir denn? Wir sind hier hinten, ne? Hinten am Blue Creek Apartment rausgekommen und können jetzt Richtung Rosewater Park gehen, würde ich mal sagen. Ihr seht da diese, wenn man jetzt die Straße nach oben weitergeht, wo wir jetzt mit dem grünen Dings da so längs rumgehen können. Das ist eine Unterführung, deswegen ist sie auch so leicht abgehakt. Vielleicht sieht man das im Video, vielleicht aber auch nicht. Ich sehe es und sag's euch einfach mal. Und wir gehen jetzt mal weiter und gucken mal, was uns hier noch so erwartet. Hier ist irgendwas Schönes noch. So, ich glaube, der nächste Test für ein passendes Video kommt jetzt, genau jetzt. Seht ihr mal oben links? Vielleicht sieht man es schon. You. It was you, wasn't it? Es klappt. You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. Aus Maul? What's a little girl like you doing here anyway? Huh? No. Are you blind or something? What's that letter? None of your business. Well, fuck you, bitch. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? Super! Super auf jeden Fall, dass das Video jetzt funktioniert. Ich bin mehr als begeistert. Herrlich. Ja, das Mädel... zickt gerade schon rum, ne? Ja, aber das kennen wir ja von Mädels nicht anders. Ach, wieder diese schönen chauvinistischen Sprüche. Und hier kommen wir jetzt hier nämlich... mal gucken, hier kurz gucken. Genau, wir sind jetzt hier unter der Unterführung und kommen dann direkt in den Rosewater Park. Und ja, das kleine Mädchen zickt ein bisschen rum und kennt irgendwie Mary, unsere Frau, die eigentlich schon tot sein soll. Die arme Sau. Und wir gucken jetzt mal, wir sind jetzt hier im Rosewater Park. Das ist also der Park. Mary, bist du hier? Und die viel wichtigere Frage, die wir uns stellen, gibt es hier Bier? So einen kleinen Imbiss oder so, wo man was... Gucken wir mal hier hoch, ob wir hier was finden. Einen kleinen Imbiss hier, wo man ein Bierchen zischen kann. Scheint nicht so. Komischer Park, irgendwas liegt hier. Aha, was ist das da? Munition.
Nehmen wir immer. Wir haben ja ein bisschen verbraucht beim Pyramid Head, aber gar nicht so viel, wie ich jetzt Angst hatte. Weil ich habe mal so ein paar Videos gesehen. Video eines Speedruns. Und der hat auch ein bisschen gebraucht. So, nehmen wir erst sich. Oh, Jod. So, wir gucken mal alles abgrasen hier. Was ist das? Patrick Chester, Sohn von Edward, er kämpfte und starb für das Volk. Für die Freiheit und für unsere Zukunft. Sein Andenken lebt weiter. Ja, schön für ihn. Der ist also hier begraben. Sir Edward. Wo kommen wir jetzt hier hin? Hier geht's irgendwie immer weiter, hä? Jetzt kommen wir hier unten raus. Was ist hier hinten? Ist hier irgendwas? Scheinbar nicht. Gut. Ja, man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, da ist irgendwas. Es ist nicht so schlimm. Nehme er sich. Patronen für die Pistole. Ist hier irgendwas? Kann man sich schön hinsetzen. Schnupfen geht vielleicht nicht. Ich hoffe, dass ich nicht husten muss während der Aufnahme. Das wäre ein bisschen blöde. Könnte aber passieren, ich will euch nur vorwarnen. Was ist hier? Mach auf, mach auf. Geht nicht auf. So, ich glaube, hier sind wir hochgegangen, genau. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Mehr war jetzt nicht zu sehen. Und wir gucken mal, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Zu einem Gesundheitsdrink, den nehmen wir natürlich gleich mal. Und eine Aussichts... Was ist denn da im Hintergrund? Seht ihr das? Da sieht ja komisch aus. Kann man das hier was drin kicken? Nee, kann man nicht. No fishing. Wir gucken uns mal auf der Karte rum. Und das ist der Toluca Lake. Ja, der Toluca Lake sieht nicht gerade einladend aus. Das muss man ja mal dazu sagen. Hier schwimmen würde ich sowieso nicht gerne. Was ist da hinten los? Die Musik hört auch auf einmal auf. Oder der Sound. Guck mal, er sieht sie schon. Geil, geil, geil. Wer ist denn das da? Mary? Sieht nicht so aus. No, you're not. Do I look like your girlfriend? Nur so ein bisschen. My late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. Hallo Maria. I don't look like a ghost, do I? No, nicht so schlimm. See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry. Ich würde auch gerne fühlen, wie warm sie ist. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Ach ja, da war ja was. Oh yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She says she was waiting in our special place. In the special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Ein Brezelladen, cool. Is this your only special place? Hey. Ja, schon ein bisschen anzüglich, die junge Dame. Oh, Flashback. Flashback. Well, there's the hotel too, I guess. The one on the lake? I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Mm-hmm. Yeah, it's still there. So, the hotel was your special place, huh? Manchmal, ja. I bet it was. Don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. You're coming with me? For you sure. You were gonna just leave me? No, but... No. With all these monsters around? No, I no. just... I'm all alone here. Everyone else is gone. Dann nimm sie doch mit, Mann! I look like... Mary, don't I? You loved her, right? Ja, ein bisschen. Or maybe. You hated her. Don't be ridiculous. Oh, das ist schon mal eine gute...
Was ist denn das jetzt los hier?